Die Symbolik war beeindruckend und hervorragend gewählt. Ein Bild aus vielen hundert Segmenten, Pixel-Painting nennt man das, die für alle großen und kleinen technischen und auch menschlichen Momente der Geschichte des Markenzeichens RFT stehen. Einen ganz besonderen Moment jedoch konnten die 350 Gäste im Pauli-Kloster live erleben, als Firmenchef Klaus-Peter Thiemann nach Worten rang, in denen er sich für die Unterstützung bei seiner Frau Dietlind, seinem Sohn Stefan und der Familie bedankte. Besonders bedeutend war die herausragende, alle Lebenslagen umfassende Unterstützung meiner Frau. Meine Liebe. Meine liebe Dietlind, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Wir haben in der Familie gemeinsam gelitten. Deswegen sind heute nicht nur Freunde auch aus der zurückliegenden Zeit dabei, sondern auch viele Mitglieder unserer wirklich Familie. Denn die waren immer alle für uns da. Der eine musste mal das Kind betreuen, der andere musste einfach mal da sein, wenn man jemanden brauchte zum Reden. Und insofern ist diese Veranstaltung heute schon ein großes Stück Emotionalität und Familie. Neben der Familie Thiemann prägten auch viele andere Wegbegleiter die Geschichte der Marke RFT. Der schillerndste unter den vielen Gästen im Pauli-Kloster, ohne Zweifel Luigi Colani, der nach der Wende für RFT Fernseher designte, um das Unternehmen beim schweren Gang in die Marktwirtschaft zu unterstützen. Hier hängt mein Herz. Hier haben wir bei RFT mal einen super Fernseher gemacht, in seiner Zeit absolut das Schärfste. Ja, war natürlich eine Design-Gigantonomie, also ist ja Wahnsinn gewesen. Sowas gab es ja vorher noch nicht, einen runden Fernseher, und die Leute fanden das absolut irre und wir haben sehr, sehr viele Geräte davon verkauft. Allerdings, trotz der guten Resonanz und Colanis Unterstützung, konnte sich die Fernsehmarke RFT nicht durchsetzen, was den Maestro bis heute zum Kochen bringt. Ja, na, die anderen Firmen in Deutschland und Europa und der Welt, die plötzlich merken, halt, hier nimmt uns einer die Wurst vom Brot. Und dann musste das sterben. Das gleiche Schicksal, das war am Jubiläumstag in vielen Reden und Gesprächen zu hören, hätte auch die RFT in Brandenburg an der Havel treffen können. Aber es gelang der Familie Thiemann nach langem Ringen mit der Treuhand 1994 die Firma zu übernehmen und die Marke RFT und viele Arbeitsplätze zu retten. Ich habe ja auf dem Gebiet der Medizinelektronik also mehr als Geschichte geschrieben. Erster Herzschrittmacher, Defibrillator, Mukoviszidose-Diagnostik, schnelle Temperaturmessung. Das sind alles Themen, die ich also, ich sage mal, bearbeitet habe, wo ich also technologischen Fortschritt immer bewiesen habe. Ich hätte da bequem weitermachen können. Aber die Menschen in dieser RFT, in der ich ja Jahrzehnte schon war, haben für mich so eine große Rolle gespielt, dass ich mich dieser Aufgabe gewidmet habe. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir es tun. 405 Mitarbeiter standen da und sagten, so, nun sieh mal zu, wie du uns durch dieses Tal durchbringst. Dass neben den Arbeitsplätzen auch viel Tradition und Geschichte erhalten wurde, das konnten die Gäste in den nach wichtigen Epochen und 8 Themen unterteilten Logen erleben. Für den Chemnitzer Manfred Markatz und seine Enkelin Ulrike Hase, die heute als Moderatorin beim SKB, einem Unternehmen der RFT-Gruppe, arbeitet, wurde es gar eine Zeitreise. Denn Manfred Markatz begann 1950 eine Lehre im Radio- und Fernmeldetechnikwerk Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz. Wir waren die erste Firma, die Geräte für den heißen Draht produziert haben. Moskau, Washington. Und das war ein Fernschreiber, der in 2 Schriftarten schreiben konnte, also in Kyrillisch und in Lateinisch. Das war also ganz wichtig, wird auch international gesehen. Ne? Neben der Geschichte wurde beim anschließenden Beisammensein im Klostergarten und Dom viel über die Zukunft gesprochen. Und die liegt weiter in den Händen der Familie Thiemann. Mittlerweile richtet Sohn Stefan als Gesellschafter und Geschäftsführer gemeinsam mit seinem Vater das Unternehmen für die Zukunft aus. Wir wollen weiter wachsen. Wir wollen die Bedeutung der Unternehmen, es ist ja nicht nur die RFT Kabel, es ist die RFT Elkom, SKB, unsere Trendhausverwaltung, all die gehören dazu. Wir
sind in einem hart umkämpften Markt. Jedes Unternehmen in seinem eigenen hart umkämpften Markt, da müssen wir weiter bestehen. Und wir sind jeden Tag gefordert, eben mit Ideen weiter nach vorne zu kommen. In der Kabelgesellschaft einfach mit Ideen, die ich vorgestellt habe, die Glasfasertechnologie noch weiter nach vorne zu bringen, Mehrfachnutzung der Fasern etc., um dann einfach die Zukunft vorzubereiten, um noch mehr Kunden zu gewinnen. Es ist also davon auszugehen, dass der Pixel-Paint-Künstler Christoph Beidenich beim nächsten Jubiläum der Marke RFT noch viele große und kleine Geschichten dazuzeichnen und an die Gäste als lebendige und farbenfrohe Erinnerung an die Marke Radio- und Fernmeldetechnik Brandenburg an der Havel weitergeben kann. Mama mia! Was für ein Tag, ihr seid ja wahnsinnig!